ist hier der Kalender von 2022. Hier geht es richtig runter. Ich werde da auf keinen Fall langlaufen. Wow, guck mal, hier sind ganz viele LKWs. Alles voller LKWs. Wow. Der passt hier auf. Hallo, Wuffi. Was natürlich auch wieder auffällt, ist diese riesengroße CD-Sammlung. Oh, guck mal, die haben auch Hunde hier gehabt, Tiere. Was haben sie gehört? Schlagerhits Mix 2001. Wolfgang Petri, alles 2. Richtige Raritäten hier. Kein Schmuck. Ist das Schmuck? Teilweise ist das sogar Schmuck. Hier sind noch sogar noch, hier in den Kühlschrank ist noch alles drin, gell? 2.9.23, das ist alles gar nicht so alt, Alter. Hier geht's weiter, hier sind wieder LKWs. Das ist in dem Berg drinne hier. Christian sagt gerade, diese Tür hier ist definitiv zu, richtig zu. Zu geklebt, zu geschraubt, alles. Ich kann da nichts erkennen. Was tut das jetzt, das Geräusch? Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in einem Haus mit Einrichtung und wir sind wieder total umständlich gelaufen. Warum? Da ist das Fenster auf. Ernsthaft. Wir gucken uns das mal an. Immer wieder die unbequemen Eingänge. Los geht's. Was natürlich gleich auffällt, ist hier der Kalender von 2022. Ist gar nicht so alt. Preisliste für Doktor. Telefon und Öffnungszeiten für den Arzt. Hier hängt noch eine schöne alte Uhr. Und hier ein Fenster. Ja, schön. Wir werden uns aber hier langsam fortbewegen. Wir haben das Gefühl, dass es hier ziemlich weich ist. Hier ist die Küche. Hier ein Tonbandgerät. Schön, sehr schön. Die Küche, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, geht es bergab. Ich habe keinen Bock, dass das hier alles zusammenkracht. Aber ihr seht selber, hier ist noch richtig viel Einrichtung. Die Mikrowelle. Das Besteck. Wahnsinn. Wow. Gefällt mir sehr gut. Aber ich kann euch jetzt mal sagen, hier geht es runter. Hier geht es richtig runter. Ich werde da auf keinen Fall langlaufen. Hier. Man merkt richtig. Aber ja. Die Gesichter auf Personal, die Decken sehen alle so scheiße aus. Die sehen wirklich kacke aus hier. Das ist wirklich echt heavy. Wir gehen jetzt mal ganz vorsichtig aus der Küche wieder raus und gehen mal hier so. Besteckkasten. Ja, natürlich. Klar haben sie gewühlt. Das nervt. Die können immer nur alles kaputt machen, zerwühlen. Weil hier geht es auch noch mal hoch, Christian, gell? Guck mal hier. Wow, guck mal, hier sind ganz viele LKWs. Alles voller LKWs. Wow. Ist ja irre. Guck mal, hast du das schon gesehen? Bist vorbeigelaufen? Alles voller LKWs. Hier, die ganzen Regale. Das Regal ist voll. Und da oben ist auch alles voll. Da hier an der Wand ist alles voll. Wow. Das hat auch bestimmt einen richtigen Sammlerwert hier. Wenn da so richtig alte noch dabei sind. Guck mal hier, Motorräder. Bisschen Motorräder. Echt irre. Und hier oben auch wieder LKWs. Da sind LKWs. Da sind LKWs. Überall sind LKWs. Wir kommen in der Stube. Der passt hier auf. Hallo Wuffi. Puh. Man findet hier bestimmt auch unendlich viel private Sachen zur Geschichte. Es fängt ja schon damit an, wenn wir uns mal die Wände angucken. Die Ehrenurkunde zum 60. Geburtstag. Ich muss es euch leider pixeln. Also teilweise pixeln. Hier geht's weiter. Wow, hier ist noch Weihnachtszeug. Wurde das vielleicht kurz... Hier hängt noch die Weihnachtsdeko. Kann natürlich sein, dass das kurz vor Weihnachten, gell, 22 passiert ist. Hey. Die Decke ist wirklich heftig, weil sie sich wirklich wölbt. Also es könnte sein, dass das hier irgendwann mal alles Geschichte ist. Oh, krass. Hier hinten steht noch die Anlage. Viel Musik zum Hören. Und auch hier der Schrank ist noch komplett voll. Wahnsinn. Was natürlich auch wieder auffällt, ist diese riesengroße CD-Sammlung. Oh, guck mal, die haben auch Hunde hier gehabt, Tiere. Da sind die Aufnahmen von den Tieren.
und eine CD-Sammlung. Das ist aber interessant. Was haben die so gehört? Was haben sie gehört? Schlager-Hits Mix 2001, Wolfgang Petri Alles 2. Richtige Raritäten hier. Ich bleib wer ich bin. Heinos Hitmix, super. Einwandfrei, gefällt mir richtig gut. Natürlich hier auch wieder gewühlt, alles zerwühlt. Irre, da hinten liegt noch ein alter Fotoapparat. Wow, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch diese Harley hier, die da drinnen steht. Wow. Mega, mega schön. Wenigstens die haben sie zurückgelassen und nicht gleich alles mitgenommen. Das muss ja nicht sein. Das muss doch echt nicht sein. Stifte. Ach, hier, guck mal. Hier ist noch ein Bild. Es wird nicht hier sein. Aber auf jeden Fall sind hier viele Personen drauf. Das könnte ein Schulbild sein. Bin mir aber nicht sicher. Wow. Und hier entdeckt man wirklich, wenn man weiterguckt, immer wieder was Neues. Wahnsinn. Hier auch wieder eine schöne Kuckucksuhr. Die ist auch schick. Das gefällt mir. Schöne, schöne kleine Kuckucksuhr. Und die hier, na, die haben Spaß bei ihrem Geschäft. So, gehen wir mal langsam raus. Schauen wir mal, was Christian macht. Hast große Angst? Ja, das ist hier so weich. Dann lass uns mal nicht zu zweit da drauf laufen. Da geht's auf jeden Fall runter. Ja? Nicht bei der Decke. Geht hier auch noch mal hoch, gell? Also dann lass mich mal ganz vorsichtig da langlaufen. Ja, toll, ich habe ein paar Kilo mehr als er. Schreibt mal in die Kommentare, wie dieses Viech hier heißt. Ha. Hier ist das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer von dem Gebäude. Wow. Also sehr weibliche Decke, sag ich mal. Warst du bis hinten? Ja. Okay. Ich mach vorsichtig. Hier ist auf jeden Fall der Rasierpinsel, Rasierapparat. Hier ist noch so Schminkzeug. Und selbst ist kein Schmuck. Ist das Schmuck? Teilweise ist das sogar Schmuck, der hier drin ist. Wow. Hammerkrass. Hier liegt doch eine schöne Kette. Wie so eine Art Perlenkette. Wahnsinn. Ich mach ganz langsam. Ganz vorsichtig. Das scheint mir so eine Art Abstellkammer zu sein. Hier findet man wirklich auch alles. Auch wieder Weihnachtsdeko, Wassermax, alles was man so braucht. Ein DVD, ja, DVD-Player ist das nicht, ein Videokassettenplayer. Oh, Wahnsinn. Und selbst hier sind noch Gurken. Kann man da drauf was erkennen? Ja? Können wir bestimmt, ja. Können wir den Kühlschrank aufmachen? Selbst in den Kühlschrank, das ist ja der Wahnsinn. Guck mal, hier sind noch sogar noch. Hier in den Kühlschrank ist noch alles drin, gell? Hast du das gesehen? Was? Hast du aufgemacht? Aber hier ist Rotwurst drin. Und wann ist die abgelaufen? Irgendwo muss ja was stehen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Alles vom Rewe? Hier. 2.9.23, das ist alles gar nicht so alt, Alter. 2.9.23, das könntest du noch essen hier. Die Bohnen, die Brechbohnen, gibt's doch gar nicht. Da ist das ja noch gar nicht so lange verlassen, oder? Was sagst du? Ist ja irre. Wollen wir zusammen runter jetzt? Also Christian sagt, wir können runter. Was ist denn das für eine Art und Weise? Na, hab ich schon. Warum bist du hier? Was ist hier drin? Das ist da eingebrochen, da stand er noch vor. Okay. Dann aber jetzt, oh, hier geht's weiter, guck mal. Hier geht's weiter, hier sind wieder LKWs. Sieht gut aus. Nur lasst uns einzeln runter, bitte. Hier sind wieder LKWs. Komm mal einzeln, bitte. Und wenn sie kommt, dann kommt sie, gell? Hier sind wir unten. In der Wohnung. Auch hier wieder LKWs. LKWs ohne Ende. Also diese Person hat hier wirklich viel gesammelt. Wahnsinnig viel. Was natürlich auch mega cool ist, ist das hier. Guck mal. Das ist ja auch geil, oder? Ein riesen LKW, guck mal, wenn ich jetzt meine Hand hier halte, wie groß der ist. Was das für ein Riesenvieh ist. Der ist ja mega, oder? Ein Wackeldackel, der wackelt leider nicht mehr. Schade. Ja, und hier
Was haben wir hier? Geht's hier? Guck mal, das ist wie so ein Bunker, Christian. Hier, schau mal. Ach, guck mal hier. Das ist wie so ein... Oh, das ist ein krasser Keller. Ohne Witz, das ist ein krasser Keller. Geh ich mal kurz rein. Das ist in dem Berg drinnen hier. Aber nur ein Stück. Aber Wahnsinn. Heftig. Was haben wir hier? Hier steht noch ein schönes Schiff. Ein kleines Schiff. Eine mega alte Sonnenbrille. Die ist ja wirklich richtig alt. Die alt. Gibt's doch gar nicht. Ja? Die Tür hat richtig zugemacht. Geht in das Zugschrauben und zugeklebt. Also ist hier eine Tür, die wirklich zu sein muss. Die ist zu. Christian sagt gerade, diese Tür hier ist definitiv zu. Richtig zu. Zugeklebt, zugeschraubt, alles. Man kann aber auch nicht. Man kann reingucken. Aber ich sehe nichts. Ich kann da nichts erkennen. Wow. Hier ist auch wieder ein LKW. Christian sagt, hier ist eine komplette Werkstatt. Da schauen wir mal rein. Oh, krass. Auf jeden Fall krass. Da. Irre. Also hier ist auf jeden Fall Werkzeug, was man so braucht. Aber auch schon geplündert. Hier gab es bestimmt mal mehr. Die Uhr ist stehen geblieben auf 3:09. Mhm. Cool. Auf jeden Fall cool. Das Video kann ich fast ungeschnitten lassen. Wie sah aus der Werkstatt raus? So. Ich hab gesagt, wir lassen uns für 1000 nochmal reinfilmen. Ja, noch drin ist. Das können wir machen. Was tut das jetzt, das Geräusch? Wie so eine Frauenstimme. Wir gehen jetzt wieder hoch. Natürlich erstmal angespannt in solchen Situationen, in solchen Orten, dass man dann immer das Gefühl hat, man hat was gehört. Aber meistens ist es dann so, dass es dann auch so ist. Aber ich dachte, ich habe irgendwie eine Stimme gehört. Da, nee, da. Der schönere Ausgang. Was ist denn hier drin? Da haben sie alles schon mitgenommen, Silberbesteck. Schade, traurig. Sehr traurig. Was ist denn hier in den Körbchen? Hier findest du immer was Neues, das ist der Wahnsinn. So ein faszinierender, toller Ort. Christian checkt jetzt mal aus, wo es da hingeht, ob wir da rauskommen. Gut, dann nehmen wir die Kamera. Wir müssen aufpassen, dass du hier reinfallst, nicht? Seitlich. Habe ich ja auch gemacht eben. So, super. Also, was haben wir hier noch drin? Aber ihr seht selber, ich muss euch das mal zeigen, wie gefährlich es eigentlich ist. Diese Decke hier, die hängt schon im letzten Pfiff. Nicht krass. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier zwischen diesen Felsen, was auch ziemlich krass ist eigentlich, zwischen diesen Felsen hier lang. Ah ja, und da die Leiter hoch. Okay. So, ihr Lieben, und unsere Schlussaufgabe ist jetzt, da der eine Raum, der so verschlossen ist und auch richtig verklebt ist, also das heißt, die Schrauben sind richtig verklebt. Da wollen wir jetzt gucken, ob wir von außen da reinfilmen können, um zu schauen, was da ist. Das interessiert mich. Christian, nimmst du mal die Kamera, bitte. Soll mal einer sagen, Hausmeister? Bin ich clever. Dicker Hausmeister. So, jetzt schauen wir noch mal rein hier. Das ist der Raum, der zu ist. Und das sieht so aus wie so Deko. Ich muss mal gucken, ob ich das euch irgendwie zeigen kann. So Deko-Zeug und auf der Seite hier sieht aus wie so eine Motorradlampe oder irgend sowas. Ganz komisch. So, ihr Lieben. Das war's mit dem Video. Das Haus, wir nennen es das Haus des Sammlers. So, jetzt bin ich also reingezoomt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Das war natürlich mega interessant für uns und mega spannend.
Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Tour. Christian, was sagst du? Ja, hammerhart. Man muss das hier aufpassen. Das ist schon auf jeden Fall eine coole Kirche. Aber das sieht cool aus, gell? Aber guck mal, wenn wir noch hochgehen würden, wir waren ja nur unten, gell? Nee, wir waren auf den zwei Etagen. Da hoch hätten wir noch unten die Dachfläche. Ja. Aber das ist mit der Decke, nee, vergiss es. Ja, das war schon mega cool. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert den Kanal kostenlos und verpasst kein weiteres Video. Und wir sagen bis dahin, auf morgen, bis Wiedersehen, ihr Lieben. Ciao.